Staubwedel, um den Staub wegzumachen. Bitte, bäh. Der Wedel hat alles vollgestaubt. Und, oje, Fettfleck. Da muss ich wohl nochmal rüber. Oh, oh, Fusselalarm. Ach, noch ein Fettfleck. Oh Mann. Fettlöser. Ich hoffe, das gehört so. Gott. Ich hoffe, das gehört so. Oh, was für Gott. Eine Sauerei! Trott. Drahtbürste, ja, läuft, oder? Die Drahtbürste? Auf Golds Bewusstseinschip? Nur im absoluten Notfall. Das ist ein absoluter Notfall. Nur im ja, staub halt was für eine mal. Was denn? Noch mehr Fussel? Ui. Gut, dass ich noch einen Joker im Ärmel habe. Staubig, fertig und verätzt, ja. Nein, die Datasette ist schon schmutzig genug. Zeit für die harten Geschosse. Ja, Alter. Bisschen gekratzt, ne? Oh ja. So gut wie neu. Ja, diese Kratzer da könnten auch woanders herkommen. Mhm. Und? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Yep, alles sauber. Sehr gut, dann zeig mal her. Moment mal, waren da vorher auch schon diese Kratzer drin? Was? Ach die sind mir vorhin schon aufgefallen. Unglaublich, wie die jungen Dinger heute mit ihren Gehirnimplantaten umgehen, hä? Ja, und ohne sie aus dem Laufwerk zu nehmen, wirklich unglaublich. Naja, so ein paar Kratzer. So gravierend sind die nun auch wieder nicht. Apropos gravierend. Hat da jemand seinen Namen und ein Herzchen eingeritzt? Gib mal lieber wieder her. Das wird schon passen, oder? Muss ja. Alter. Ja, Liebling. Bitteschön. Was? Wo bin ich? Cletus? Bist du das? Nein, Moment. Du bist Olfi. Rufus. Was? Ich erkenne dich. Ich war in einem Saal und dann in einem Krankenzimmer. Und da waren noch andere Leute. Deponianer. Es ist also wahr. Deponia ist bewohnt. Der Organon hat uns belogen. Ich muss Cletus kontaktieren. Tja, das ist fast eine gute Idee. Leider nur fast. Dein sauberer Verlobter macht gemeinsame Sache mit dem Organon. Cletus macht was? Oh, mein Kopf. Vielleicht setzt du dich erst einmal hin. Ich sitze doch schon. Keine Sorge, Baby. Ich erkläre dir alles. Oh, jetzt steht sie schon. So, ich habe dich gerettet. Das ist natürlich das Wichtigste. Ich habe dich gerettet. Ich kann mich an kaum etwas erinnern. Auch nicht, wie ich dich aus den Klauen des Organon befreit habe? Da war dieses Transportband. Und hey, du warst auch da. Du saßt an diesen Hebeln. Oder wie ich dich gesund gepflegt habe. Ich erinnere mich an einen beißenden Geschmack auf meiner Zunge. Und wie ich dich um den halben Planeten getragen habe. Warte mal, gab es da einen Kran? Tja, offenbar kannst du dich an gar nichts erinnern. Aber sei's drum, du kannst dich ja auch später noch bedanken. Ja, dein Implantat war kaputt. Dein Implantat war kaputt. Der Sturz vom Organon-Kreuzer ist ihm nicht gut bekommen. Die Organons haben mich vom Kreuzer gestoßen? Naja. Ja, Schrott sei Dank konnte ich alles reparieren. Eigentlich habe ich die Reparatur geleitet. Sicher hast du das, Opa. Jeder schneidet sich gern seine Scheibe ab. Und jetzt ist alles wieder. Und jetzt ist alles wieder gut? Genau. Ja, das ist ein Verräter. Cletus ist ein Verräter. Er kollaboriert mit dem Organon. Natürlich tut er das. Der Organon eskortiert uns auf unsere Erkundungsmission. Ja, schon. Aber irgendwie hat Ulysses ihn dazu gebracht, seinen Bericht zu fälschen. Er wird dem Ältestenrat empfehlen, Deponia zu sprengen. Obwohl der Planet bevölkert ist? Dieser miese Scharlatan. Sag ich doch. Was ein Scharlatan. So. Hier. Der Organon will Deponia zerstören. Das weiß ich. Darum sind Cletus und ich ja hier. Um zu überprüfen, ob Deponia wirklich unbewohnt ist. Aber Deponia ist nicht unbewohnt.
Und Ulysses will das vertuschen, damit er Deponia trotzdem sprengen kann. Das müssen wir unbedingt verhindern. Mein Reden. Ja, du wurdest von einem Piraten verschleppt. Du wurdest von einem Piraten verschleppt. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich bin ein einfacher Schrotthändler. Ich wollte nur helfen. Keine Sorge, ich behalte ihn im Auge. Er wird dir nicht wehtun. Natürlich nicht. Wie käme ich denn auch dazu? Siehst du? Ich beschütze dich. Oh, wie sie guckt und putzt sich. So, genug geredet. Genug geredet. Wir müssen den Organon daran hindern, Deponia zu zerstören. Am besten, du nimmst mich mit nach Elysium. Dann können wir deinen Leuten die Wahrheit sagen und alles wird gut. Richtig? Genau. Echt jetzt? Du nimmst mich mit nach Elysium? Warum denn nicht? Alles, was wir brauchen, ist ein perfekter Plan. Da bist du bei mir genau richtig. Perfekte Pläne sind meine Spezialität. Okay, lass hören. Ah, sie ist voll süß. So. Wir sollten Kreuzer kapern, wir sollten Kutterflug tauglich machen, wir sollten Argus seinen Fall stellen. Oh, Kutterflug tauglich machen. Wir sollten den Kutter flugtauglich machen. Alles, was wir dazu brauchen, finden wir in den Müllbergen. Das Kerosin können wir aus dem Organon-Kreuzer abpumpen. Dann brauchen wir nur noch ein großes Katapult und mehrere Tonnen Kautschuk. Wäre es nicht einfacher, wenn wir dich als Kletis ausgeben? Du siehst ihm sowieso zum Verwechseln ähnlich. Ich weiß nicht. Ich habe einen viel durchtrainierteren Körper. Wir überwältigen ihn und kehren gemeinsam nach Elysium zurück. Das könnte klappen. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Und was ist mit uns? Ach, ihr? Keine Sorge. Wenn Elysium erstmal erfährt, dass Deponia doch noch bewohnt ist, wird es keine Sprengung geben. Ja, und wir sind in Elysium. Wir wären Helden. Und alle sind glücklich. Genau. Na dann, worauf warten wir noch? Ja, genau. Mindestens eine, die uns mal vertraut hier. Alles fit? Und wie? Mir ging es nie besser. Danke für alles, Rufus. Kein Problem für mich. Aber noch sind wir nicht in Elysium. Lass uns beeilen, okay? Oh ja. Ja, gut. Geh mal. Ja, Ladies first hier. Alles fit? Und mir ging es nie besser. Kein Problem, aber noch. Lass uns beeilen. Entschuldige. So, wo ging es denn hier zurück? Momentchen. Und weiter geht's. Ist ja auch so schön auf uns wartet. Ja, los, Mädel. Oh. Oh oh. Das sind Argus und seine Beamten. Schnell in Deckung. Also, wir suchen nach einem Deponianer und einer großgewachsenen Elysianerin. Wir haben ihre Spuren gefunden. Wir wissen also, dass sie noch in der Nähe sind. Wenn ihr sie findet, ergreift sie. Die Elysianerin darf nicht eliminiert werden. Der Deponianer hingegen schon. Hast du das gehört? Tja, ich bin denen wohl zu gefährlich. Wieso? Ist er etwa zu gefährlich? Nein, keine Sorge. Er ist einfach nur im Weg. Hey. Also vorwärts. Sie sind noch irgendwo auf dem Gelände. Behaltet das Tor im Auge, damit sie uns nicht noch entwischen. Die wissen offenbar nicht, mit wem sie es hier zu tun haben. Halte dich im Hintergrund. Ich werde denen jetzt mal zeigen, was es heißt, im Weg zu sein. Schnapp sie dir, Tiger. Oh. Weil endlich jemand, der uns vertraut, hier so mit dem Strohhalm gehen wir jetzt in den Kofferraum. Ich spare mir meine Telekinet. Oder hier rein. Ich hoffe, Gold passt gut auf. Das hier werde ich nämlich nur einmal machen. Jetzt rein da. So, Gabel. Ich spare mir meine Telekinet. Ich bin doch nebendran. Ich spare mir... Ich spare. Lamellenfenster? Au! Was war das? Hast du das auch gehört? Klang ziemlich erbärmlich. Ja, hab ich. Naja, ich glaube nicht, dass wir uns vor einem Tier fürchten müssen, das solche Geräusche macht. Wahrscheinlich ist es behindert. Mist. Solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Ja. Taschenlampe. Ich spare mir meine Tele... Oh, linkes Fenster. Ja, Kurbel.
So, jetzt lammel ein Fenster. Au! Gabel? So kann man die Gabel nämlich auf die Hupe werfen. Ich spare mir meine Telekinese. Oder auf das Schnabeltier? Nein? Okay. Ich spare mir. Verdeck. Geh nochmal aufs Verdeck. Au! Solange das Verdeck zu ist, kann ich. Ich kann spare ich mir. Na, kurbeln? Ja, kurbeln? Nein. Nein. Dann ich spare halt mir. Und rechts. Ich spare mir. Ich spare. Ich spare. Ja, huch. Motorhauben aus. Au! Ja. Au! Solange das Verdeck zu. Gut. Können wir mit der Gabel hier irgendwas bewerkstelligen? Nein? Ich spare mir mein. Ich spare. Solange das. Ist das doof? Hat sie noch mehr? Sie ist zu weit weg, aber ich kann ihre Lippen lesen. Du schaffst das. Selber Schlappschwanz. Sie ist zu weit weg, aber ich kann. Du schaffst das. Selber Schlappschwanz. Ja. Ich spare mir meine. Was ich ist spare das jetzt? Ich spare. Nein. Okay. Frage ist. Oh. Au. Schön. Aha. Das markerschütternde Hupen wird sie betäuben. Was uns zu Plan B bringt. Aha. Was uns zu. Ja, Plan B ist die Gabel reinstechen. Und das hier hinwerfen, dass das runterfällt, dass ich hier Verdeck rein kann. Was war das? Miau. Nein, das war keine Katze. Das war irgendwas Großes. Mm. Eine Kuh. In dem Schrotthaufen hat sich eine Kuh verhakt. Scheint so. Dummes Tier. Gut, dass ich so schnell geschaltet hab. Ja. Gut, dass die uns nicht sehen. So, Schnabelkuscheltier. Wie bescheuert. Was wird uns helfen? Reiß dich mal zusammen, das war nur der Wind. Jetzt kann ich endlich rüber, ohne dass es quiekt. Ich kann nicht mehr die Organon. Ja, ich kann hier ein Schnabeltier den. Die würden ein super Trio abgeben, aber mir reichen schon zwei Witzfiguren, die den Weg versperren. Wenn ich das alles gibt? Zu seiner Zeit. Erst die Organons platt machen, dann Goal meine tollen Sachen zeigen. Sie ist zu weit weg, aber ich kann. Du schaffst das! Selber Schlappschwanz! Richtig geil einfach. So, wenn ich mit der Schlampe. Ich kann nicht die Organ. Schnabeltier gegen die Kurbel. Ich spare mir meine Tele. So kann der nämlich hier hinbewegen, dann. Kann der runtergehen und die raufziehen. Ne? Ist, Ich kann die Organ. Ist, logisch. So, Moment.